Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder aus dem LS22 und von der Galgenberg Map Work in Progress. Ja, der wöchentliche Status-Update steht schon wieder an. Es ist schon wieder eine Woche rum. Deswegen wünsche ich euch auch an allererster Stelle mal ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Start ins Wochenende. Und wir machen heute wie immer den kleinen Rundflug über die Map. Was hat sich so alles getan? Man sieht es auf jeden Fall, die Feldwege habe ich soweit gecleant. Ja, der obere Bereich ist soweit fertig. Das Einzige, was mich noch so ein bisschen beunruhigt, ist immer wieder das hier. Das ist doch kein Unkraut, oder? Wo da wächst. Also hier habe ich noch so ein bisschen irgendwie ein Problem. Ich weiß es noch nicht. Muss ich mal lösen. Also falls hier jemand sagt, nee, pass auf, das könnte sogar Unkraut sein, darf es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich meine, so sieht doch kein Unkraut aus, was auf dem Ding wächst. Ne? Schon gar keine Büsche. Das sieht eher aus wie mein Foliage Layer, der irgendwas hier Problem hier veranstaltet. Müssen wir mal schauen. Ja, wir sind ja Work in Progress. So. Ich gehe wieder schön über die Map drüber. Es gibt ja auch viele neue, die zu uns dazustoßen, ne, die vielleicht das Ganze noch nicht so kennen und auch nicht die alten Videos finden. Und dann fliege ich beim Status-Update gerne über die ganze Map und zeige mal, was so ansteht, was es so gibt auf der Karte, damit ich auch diejenigen abhole und ich nicht in den Kommentaren unnötig viel erklären muss. Ne? Ja, man sieht es jetzt auf jeden Fall hier schon mal. Ich habe angefangen, auch Schilder zu setzen, damit auch jeder weiß, wo es entlang geht und wie er sich zu verhalten hat. Hier das alte Skigebiet, das habe ich, meine ich, schon gezeigt im letzten Video. Ne? Soll ja nur so als Platzhalter dienen. Wird somit nicht mehr betrieben im Winter. Ist na klar noch nicht alles. Ne? Das Hauptthema habe ich mich diesmal auf das Dorf konzentriert. So, gehen wir mal hier durch, dass ihr auch so ein paar kleine Sachen seht. Zumindest für diejenigen, die neu zu uns gestoßen sind. Wann die Map rauskommt und wo sie rauskommt und wie, also nur Mod-Hub oder solche Späße, das weiß ich noch nicht. Lasst mich erstmal in Ruhe fertig bauen und dann werden wir sehen. Wie immer werde ich euch auf dem Laufenden halten. Hier habe ich vor, so eine Obstplantage noch hin zu integrieren. So, und dann habe ich auch schon angefangen, mal Zäune zu setzen. Hier die Gebäude, ihr seht, es ist noch alles Platzhalter. Habe ich das schon erwähnt? Ich glaube nicht, Fresi. Lieben Dank unter anderem, na, für deinen Kommentar. Und zwar hat er gesagt, es ist ja Quatsch. In dem alten Video werdet ihr das sehen, das ist ja hier die Straße nach oben ganz schön steil hoch, beziehungsweise hier steil um die Kurve, würde man nie fahren mit dem Radlader, also hinten raus, hier hoch und oben befüllen. Habt ihr vollkommen recht, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, deswegen habe ich jetzt hier noch einen Weg nach oben gemacht zum Betanken, Befüllen von der Biogas und sonstigen Serviceweg hier runter. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das schon gezeigt hatte. Aber zumindest haben wir das dann auch abgeklärt und abgehakt. So, dann haben wir die Schule. Klar, auch hier habe ich angefangen zu dekorieren mit Zäune etc. Auch Straßenlaternen, damit man auch den Weg hier runter findet. Im ganzen Ort und auf den Nebenstraßen, sage ich mal, wo man zu Fuß irgendwo hingeht, ja, stehen jetzt Laternen. Das hier ist vielleicht jetzt nicht ganz so schön. Da kann, glaube ich, eine weg. Hier sieht man es, glaube ich, ganz gut. Damit ich schon voll drin bin im Dekorieren. Ja, hier habe ich jetzt noch eine Treppe hingemacht. Damit es auch hier vernünftig aussieht. Dann hat die Bushaltestelle auch endlich eine Markierung bekommen. Ich habe die meisten Wege
eingerahmt mit so, wie nennt man denn das? So Seitenteilen-Gedöns. Hier mit den Steinen. Randstein oder so. Oh, hier. Hier ist noch eine Kolli. Ja, beziehungsweise zu tief. Ihr seht's, Landhandel, Biogasanlage, also die Wegweiser, da bin ich auch gerade mittendrin. So, gehen wir jetzt mal rein. Jetzt geht's dann ins Eingemachte. Jetzt werdet ihr die größte Veränderung sehen zum letzten Video. Die ganzen Häuser, alle haben eine Umrandung bekommen, egal ob mit Zäunen oder hier mit den Randsteinen. Nicht jedes Haus hat einen Zaun bekommen. Ja, ist auch so. Manche wollen es nicht. Ich habe so ein bisschen variabel gestaltet das Ganze. Aber jetzt sieht es halt richtig schön ordentlich auch aus. Nicht mehr so vogelwild. Ja, hier das Gasthaus Hirsch bzw. Schrägstrich Hotel in Form an. Dann habe ich hier den Brunnen noch ein bisschen schön gestaltet, beziehungsweise den Platz. Die parkenden Autos muss ich noch machen, das ist noch nicht so. Das habe ich nur mal importiert. Ja, gehen wir mal hier unten noch entlang. Hier wird ja dann ein Hof entstehen. Ja, das sieht schon um Welten besser aus, wenn da irgendwo ein Zaun oder die Einfahrtswege umrandet sind. Da sieht es ganz ordentlich aus. Hier und da habe ich schon mal angefangen, ein bisschen was zu dekorieren. Hier das Gasthaus zum Fuchs. Stück für Stück, was ich jetzt gerade dazu nehme, das gefällt mir. Ja, das nimmt jetzt so richtig schön Gestalt an. Wenn man auch hier nach draußen geht, hier die Schrebergärten, bei uns nennt man das Krautdäul. Ja, nimmt auch Gestalt an. Dann gehen wir nochmal nach oben. Also jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich echt richtig Gas gebe. Ich habe jetzt so richtig Bock, dann die Karte zu testen. So, hier sieht soweit eigentlich alles schön ordentlich aus. Bin sehr zufrieden. Das ist schon mal das Wichtigste, ne? Dass man selber zufrieden ist. Die Stimmung von der Karte passt auch. Fällt mir auch gut. Hier die Kühe. Ab und zu fliegt noch eine Kuh. Mal schauen, wie ich das Ganze noch löse. Wahrscheinlich mache ich das noch hier noch ein bisschen flacher und lasse es dann halt dementsprechend ein bisschen steiler abfallen. Mal gucken. Die Bäckerei hier oben. So, dann können wir mal hier entlang. Das sieht halt auch echt gut aus. Das gefällt mir. Ach, habe ich Bock drauf. Passiert doch das eine oder andere noch so ein bisschen im Offscreen, wo ich abends eine Stunde oder zwei hinsitze und nur für mich so den Abend ausklingen lasse. Aber das eine oder andere Video habe ich euch ja mitgenommen. Na, zum Beispiel die Schweinezucht, wo wir die zusammen aufgebaut haben. Da können wir uns jetzt gleich das Endergebnis dann noch anschauen. Hier die Wegweiser. Na, geradeaus geht es nach Lauterach, rechts nach Kirchen, so heißt das Ort. Hier sieht man die Vollendung, hier passt es schon mal, Biogas, Landhandel, Kirchen, Stadt Ehingen, Alb-Donau-Kreis. Ja, dass ihr wisst, wo wir uns bewegen. Ups, dahinter geht es dann zum Schotterwerk. Hier möchte ich gleich nochmal kurz erwähnen, weil da der eine oder andere Kommentar kam mit, ob ich das aus dem Platinum-Erzproduktion auch mit reinnehme. Auch hier nochmal zur Vollständigkeit halber. Ich werde nichts mit reinnehmen, was irgendwo DLC oder so bedeutet, weil nicht jeder das haben möchte. Nicht jeder will das Spiel. Deswegen lasse ich das so neutral wie möglich.
im Notfall, feel free, kann das selber einbauen. Ja. Hier ist der Hundetrainingsplatz. Da muss ich auch mal noch gucken, was wir da draus machen. Und dann seht ihr ja schon die Zufahrt hier zur Schweinezucht. Gehen wir ein bisschen runter. Nur landwirtschaftlicher Verkehr frei. Es ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber so ähnlich wird das Ganze dann aussehen. Ja, kleiner Unterstand. Hier das Güllelager, das Becken. Auch hier nochmal danke für den Kommentar, dass ich da zu nahe dran war. Ja, mit einer kleinen großen Mistplatte. Und ich habe es jetzt so gemacht, derjenige, wo jetzt zum Beispiel hier irgendwas verändern möchte, ja, ihr werdet jedes einzelne Deko, und mir ist es wichtig, ja, jedes einzelne könnt ihr verkaufen. Ganz wichtig. Ja, weil wenn ihr jetzt Deko verkaufen und es verschwindet alles, manche haben da halt keine Lust dazu, alles so nochmal neu zu dekorieren. Deswegen einzeln ist vielleicht für den einen oder anderen mehr Aufwand, aber ich glaube, so ist eine gute Lösung. So, dann gehen wir weiter. Ach ja, Schweinezucht, ne? Dieser kleine Unterstand ist nicht alles. Da gehört diese Fläche hier noch dazu. Da kommt noch eine große Maschinenhalle drauf. Nur mal noch so nebenbei. Hier vorne wird der Haupthof entstehen. Aktuell nur Platzhalter. Mal schauen, was sich da noch so ergibt. Ja, mit den Schildern, wo jetzt dazukommen, wirkt es halt doch auch wieder vollständiger. Ja, ansonsten habe ich hier oben mal noch ein bisschen gemacht, weil ich ja eh schon dabei war, die Laternen zu setzen. Habe ich mal angefangen, hier den Fußballplatz noch auszubeleuchten. Was ich noch ändern werde, na, auch hier nur Platzhalter für mich, das ist na klar Quatsch. Na, das Gitter hier. Da werde ich noch was Passenderes suchen und finden. Ja, zum Beispiel hier ist es halt so, dass auf dieser Nebenstraße sind Laternen verbaut, weil halt die Jugend hier zum Kicken geht. Ja, und die soll ja auch nachts wieder sicher nach Hause kommen. Friedhof ist natürlich beleuchtet. Und auch hier habe ich die Wege noch mal ein bisschen eingefasst und eingerahmt. Ja, und dann sind wir eigentlich schon mal so grob drüber geflogen und durch. Was ich jetzt halt aktuell mache, ich hangel mich so Stück für Stück durch. Ich habe jetzt in einem Safe Game die ganze Karte für mich gekauft und habe jetzt die Laternen platziert und habe aus dem Safe Game die Placeables rausgezogen, in mein Map Placeable eingefügt, Überschrift Lampen. Ja. Dann kommt der nächste Part. Habe ich jetzt angefangen, Deko Schweinehof und so, dass ich das schön strukturiert dann in meinem Ordner drin habe. Und dann geht es halt weiter. Die ganzen Häuser bekommen jetzt noch Deko. Und dann fange ich eigentlich schon an mit Verkaufsstationen platzieren. Na, die ganzen Tricker und und. Den Haupthof muss ich mir echt zusammenreißen, aber den will ich ganz zum Schluss machen. Mal gucken, was sich dann noch so ergibt. Ja. Dann sind wir, glaube ich, schon durch. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube, von der Map-Größe her ist es vollkommen in Ordnung. Wirkt auf jeden Fall groß. Flächen von den Feldern her, Formen, ist, glaube ich, für jeden was dabei. Ich habe es auch immer so gemacht, dass die Felder aneinanderhängend sind. Bedeutet, ihr könnt mit dem Grubber drüber gehen. Ja, Z müsst ihr, glaube ich, drücken. Dann könnt ihr aus einem 2 machen, zum Beispiel. Vom Terraforming her finde ich es auf jeden Fall interessant. Das sieht man hier ganz schön. Da geht es hier runter ein bisschen ins Tal rein. Und da geht es hier runter ein bisschen ins Tal. Ich glaube, von der Charakteristik her ist es, glaube ich, schon ganz cool, die Map. Ja, und im Endeffekt sind wir soweit durch. Ja, ihr seht wieder, neue Woche, neues Glück. Ich werde mich wieder ansetzen und dann sehen wir uns in einer Woche wieder zu einem neuen
Status-Update. In dem Sinn, macht das gut. Bis dann, euer Yogi. Ciao.